Mit Anstand durch die Transformation ist der Titel dieser Folge. Mit mir spricht heute Antonia Jennewein. Sie ist Brückenbauerin für Beziehungen und kompetente Partnerin für Konfliktlösung und nachhaltigen Teamerfolg. Wir hier, die Chemieindustrie im Wandel, ein Podcast der Chemieverbände Rheinland-Pfalz. Hallo Antonia, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Tobias, vielen Dank, dass ich da sein darf. Unser Thema, im Kern geht es ja um Konflikte und ich will mal ein bisschen hinführen, in den Unternehmen unserer Gesellschaft verändert sich ja viel. Neue Gesetze werden im Wochentakt diskutiert. Nach der Corona-Pandemie kam jetzt die Inflation, die alles teurer gemacht hat. Irgendwie ist das Fass voll. Der Ton wird rauer, die Wortwahl heftiger und dann kommt es ja meist zu dieser Situation im Betrieb zwischen Kolleginnen und Kollegen, ein Spruch, eine heftige Diskussion. Dann knallt es plötzlich, der Konflikt ist da. Wo fängt für dich, das ist mal so meine erste Frage, der Konflikt an oder wie definierst du Konflikt? Also der Konflikt fängt für mich da an, wo er für mindestens einen der Beteiligten mal zu einer Belastung wird, zu einer emotionalen Belastung. Ja, wir können Konflikte haben wie Ressourcenkonflikte oder Verteilungskonflikte. Da stehen sich einfach bestimmte Dinge gegenüber. Aber das, was uns tatsächlich menschlich ausmacht, da fängt ein Konflikt dann an, wenn es emotional anfängt zu belasten. Du kannst es so vorstellen, ich weiß nicht, ob du gerade ein Glas Wasser vielleicht sogar vor dir hast oder nimm auch meinetwegen einen Becher Kaffee, ein Glas Wasser, wunderbar. Und wenn du das jetzt am ausgestreckten Arm halten würdest, würde das nach einer Weile nicht das wiegen? Ja, genau, probier das mal. Dann wiegt es vielleicht am Anfang, was würdest du schätzen, wie schwer dein Glas ist? 300 Gramm vielleicht? Ja, das ist nicht voll. Wahrscheinlich so um die 200 Gramm, 300, ja, ist etwas schweres Glas. Halt das mal 5 Minuten am ausgestreckten Arm. Wir warten jetzt nicht die 5 Minuten, ne? Aber es macht was aus, wenn du das, je länger du das hältst, desto schmerzhafter wird das. Und je länger eine Situation anhält, desto schmerzhafter wird das auch im Konflikt. Und da fängt der Konflikt eben an, dass es eben belastet. Wir bleiben mal bei dem Glasbeispiel. Das ist ein schönes Ding. Menschen sind ja unterschiedlich stark, um so ein Glas zu halten. Wenn ich das übersetze, haben wir eine unterschiedliche Resilienz. Richtig. Das heißt, wenn ich dein Beispiel jetzt nehme, dass die Menschen unterschiedlich schnell in einem Konflikt drin sind. Was bei dem einen vielleicht noch eine normale Reibung ist, ist für den nächsten schon der Konflikt. Genau. Und woran erkenne ich dann, dass eine normale Reibung zu einem Konflikt führt, bei mir oder bei dem anderen? Gibt es da so Anzeichen, Indizien, an denen ich das messen kann? Also bei dir selber kannst du es, glaube ich, ganz gut merken, indem du das bekannte Bauchgefühl bekommst, ja, also man merkt einen Konflikt tatsächlich an physischen Dingen. Mir geht der Puls hoch, vielleicht steigt mir sogar die Hitze auf, ne? Und ich werde im wahrsten Sinne des Wortes rot. Ich fange an zu schwitzen, ich kriege Bauchschmerzen, ich kriege Kopfschmerzen. Das können alles Symptome eines Konfliktes sein, weil wir nicht nur mit unseren Gedanken reagieren, sondern mit dem ganzen Körper. Und an jemand anders kann ich das natürlich nicht sofort ablesen, weil viele dieser Merkmale, die ich jetzt gerade genannt habe, mal abgesehen von dem Rotwerden oder vom Schwitzen vielleicht noch, kann ich die von außen nicht bemerken. Das heißt, da muss ich auf andere Dinge gucken. Da kann ich vielleicht drauf schauen, wie verändert sich das Gesicht, die Muskulatur? Wir fangen übrigens auch manchmal dann an, auf den Kiefer zu beißen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, ne? Wenn du verkrampft bist oder du ballst die Fäuste, merkst hier so die Kiefermuskulatur, die spannt sich an, deine Muskeln im Nacken und in der Schulter spannen sich an. Und das sind auch Dinge, die kann ich natürlich, wenn ich ein bisschen meine Antennen darauf geschärft habe, auch bei jemand anders wahrnehmen. Und ein Stückchen weiter gedacht noch, kommt das auch in der Körpersprache natürlich dann, ne? Abwehrhaltung kennst du, gekreuzte Arme, vielleicht auch dem Blick ausweichend, keine freundliche Mimik, sondern eher eine ernste Mimik. Das können alles schon Anhaltspunkte sein, dass da irgendwas im Raum steht.
Da gibt es ja in der Kommunikation so ein schönes Modell, das Eisbergmodell. Das heißt, es gibt diese kleine Spitze über der Wasseroberfläche, die ich sehe. Also das ist das, was ich dann meistens erlebe, höre. Und dann gibt es diesen großen Rest, der unter der Oberfläche eher unsichtbar ist und der ja sehr unterschiedlich aussehen kann. Und wenn ich jetzt vermeiden will, dass ich die Titanic bin, die sich dann an dem unterirdischen Eisberg da aufreißt, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich vom Typus her. Kann man aber so allgemeine Sachen sagen, wie ich erkennen kann, dass ich auf so einen Eisberg gerade zusteuere und dass ich da vielleicht dann eher mal ausweiche, einen anderen Kurs nehme? Ja, also das ist natürlich, erstmal erfordert das Übung und es erfordert unheimlich viel Selbstreflexion. Denn wenn ich selber darauf geeicht bin, solche Dinge wahrnehmen zu wollen, dann kann ich sie auch bei jemand anders sehen und dann kann ich es auch zwischen den Zeilen hören. Wir haben ja auch Schulz von Thun, ne, mit unseren vier Ohren, ob wir jetzt einen Appell hören oder ob wir eine Selbstoffenbarung hören, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie bin ich eigentlich mit meiner eigenen Haltung unterwegs oder was habe ich gerade kurz vorher in den 5 Minuten erlebt? Reagiere ich jetzt eigentlich auf das, was da gerade gesagt wird oder reagiere ich auf das, was vorher passiert ist oder, ne, also in dem Lichte dessen, was vorher passiert ist? Und das spielt halt eine ganz große Rolle bei der Wahrnehmung der Dinge, die da so im Raum passieren und die eigentlich unter der Wasseroberfläche stecken, weil sie nicht direkt zutage treten und auch nicht direkt angesprochen werden. Also in aller Regel reden wir ja nicht darüber, du, das ist jetzt aber gerade komisch, was du da sagst, oder das macht gerade Folgendes mit mir. Das sollten wir eigentlich viel öfter tun. Da wir das aber nicht tun, müssen wir eben viel mehr unsere Antennen anstrengen und darauf gucken, was befindet sich eigentlich unter dem, was ich gerade gehört oder gesehen habe. Ich kann zum Beispiel mich selber fragen, ist es eigentlich wirklich wahr, was ich da jetzt gerade denke oder was ich gerade sehe oder was ich gerade höre? Und oft ist es nicht das gehörte Wort, sondern der gehörte Ton. Na, die sagen wir ja auch oft, ne? Der Ton macht die Musik und das ist auch das, was irgendwie hängen bleibt und meistens hängen wir uns am Ton auf und nicht an den eigentlichen Worten. In deinem Beispiel hast du gerade das Duzen verwendet. Macht es aus deiner Sicht einen Unterschied, ob sich Menschen duzen oder siezen, wenn es um Konflikte und Konfliktaufbau oder Konfliktbewältigung geht? Es macht einen Unterschied, was die anfängliche Angriffslustigkeit vielleicht betrifft oder die Basis, auf dessen die Kommunikation eigentlich aufbaut. Ne? Also wenn wir im Siezen unterwegs sind, haben wir eine professionelle Distanz. Und diese Distanz vermeidet zu Anfang, dass wir uns Dinge erlauben, die wir uns in einem vermeintlich vertrauensvollen Rahmen, wo wir uns duzen, vielleicht eher erlauben würden. Wenn es aber hoch eskaliert, ist es egal. Da macht es keinen Unterschied mehr, ob wir uns duzen oder siezen. Da kann ich dir trotzdem die Bratpfanne überzementieren. Ja? Also die ziehe ich dann halt drüber, auch mit einem lockeren Sie. Okay, die Bratpfanne soll es ja nicht sein. Deswegen unterhalten wir uns heute auch darüber. Und ich habe dich ja als Brückenbauerin für Beziehungen und kompetente Partnerin für Konfliktlösung, nachhaltigen Teamerfolg eingeführt. Mhm. Das steht ja auch so auf deiner Webseite. Du bist als Mediatorin tätig, hast auch schon ein Buch geschrieben. Das sehen wir in dem Video zumindest, sehe ich es hier, Weg aus dem Konflikt. Ja. Kannst du mal ein bisschen was über deine beruflichen Schwerpunkte erzählen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen den Hintergrund von dir mitkriegen? Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei Schwerpunkte, aus denen sich unterschiedliche Sachen rausgenerieren. Das eine ist natürlich die Prävention. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Organisationen, mit Einzelpersonen, mit Teams zusammen, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, selber ja mit potenziellen Konflikten gut umgehen zu können. Also im positiven Dialog zu bleiben, in der positiven Zusammenarbeit zu bleiben. Und auch positiv zu führen. Das sind auch meine drei Schlagworte, die ich immer wieder aufgreife, weil das ist die Basis dafür, dass wir Konflikte zwar
immer wieder haben können, sie aber schneller und besser und nachhaltiger ausräumen können. Deswegen gibt es also ganz viel an Präventionsarbeit, die ich mache. Und dann gibt es natürlich die Kuration. Das ist das Gegenstück dazu. Das heißt, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Wir haben einen massiven Streit in einem Team. Es ist vielleicht auch gar nicht klar, wer gerade mit wem da irgendwie im Clinch liegt oder was genau das Problem ist. Oder es sind eben auch nur zwei Personen, kann auch sein. Und die kriegen das alleine nicht mehr gelöst und die Führungskräfte kriegen es auch nicht gelöst. Da gibt es auch einen Grund dafür. Denn die sind natürlich auch der verlängerte Arm des Arbeitgebers. Die haben nur einen limitierten Raum, wo sie Konflikte selbst mit zur Auflösung bringen können. Und da gehe ich dann rein und unterstütze. Und da ist auch meine Aufgabe eben das Brückenbauen, ne? Das Übersetzen, eine Brücke zu bauen zwischen den Beteiligten des Konfliktes, sicherzustellen, dass sie von ihrer eigenen Position, die sie vermeintlich innehaben, abrücken können, sich auf dieser Brücke treffen, sich wieder in die Augen gucken können und verstehen, worum es dem jeweils anderen geht. Und sobald das erreicht ist, sind sie auch in der Lage, eine gemeinsame Lösung selbstbestimmt zu definieren und zu erarbeiten. Und vor dem Hintergrund deiner Erfahrung, was du so machst, was sind die häufigsten Situationen in beruflichen Beziehungen, die zu einem Konflikt führen? So vielleicht die Top 3? Also ich würde mal nicht sagen die Situationen, aber es sind im Prinzip zwei oder drei Elemente, die immer wieder dazu führen. Das eine sind ganz klassisch Missverständnisse. Also wir gehen von Dingen aus, die so nicht sind und sprechen aber nicht darüber. Das können unterschiedliche Erwartungshaltungen sein, das können unterschiedliche Ziele sein, über die wir gesprochen haben, aber eigentlich nicht abgeklärt haben, haben wir wirklich dasselbe verstanden? Ja, also klassisches Szenario, du hast ein Meeting, es wird irgendwas präsentiert, es geht um eine Entscheidung, es geht um vielleicht den nächsten Projektschritt zum Beispiel. Und am Ende sagt derjenige, der das Meeting einberufen hat, so, jetzt ist hoffentlich allen klar, was zu tun ist und alle nicken brav und alle gehen raus und glauben, dass sie wissen, was zu tun ist und alle machen was ganz anderes, weil nicht nochmal rückgekoppelt wurde, was das eigentlich ist, was da verstanden sein sollte. Und dann kommt es natürlich im Nachgang immer wieder zu Themen, ja, aber wieso, das haben wir doch geklärt und warum hast du das denn nicht gemacht? Ja, weil es eben nicht geklärt war. Also das sind diese klassischen Missverständnisse. Da hast du jetzt eben schon gehört, damit einhergekoppelt geht natürlich immer auch die mangelnde Kommunikation. Entweder reden wir zu wenig oder nicht explizit genug über das, was eigentlich wirklich das Thema ist oder wirklich das Problem ist, was zu lösen ist. Und der dritte Aspekt sind die unerfüllten Bedürfnisse oder konkreter gesagt die unerfüllten beruflichen Bedürfnisse. Ja, das kann Anerkennung sein, das können Wünsche nach persönlicher Weiterentwicklung sein. Also da gibt's ganz unterschiedliche Aspekte, in die das dann reingeht. Also stell dir einfach nur mal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor, die nach der Elternzeit zurückkehren und nicht mehr in ihre Führungsaufgabe rein dürfen. Ja, da stecken Bedürfnisse drin, die verletzt werden. Und wenn darüber dann wieder in Kombination nicht kommuniziert wird, und sich angemessen darüber ausgetauscht wird, warum, wieso, weshalb oder wie könnte man die unterschiedlichen Interessen übereinander legen, dann kommt es da zum Konflikt. Ja. Also ich nehme für mich mit, Kommunikation, Missverständnis ist so der Schwerpunkt. Ja. Aber wie erklärst du dir, dass dann der Ton so rau ist? Also im Betrieb haben wir das festgestellt, die verhaltensbedingten Abmahnungen nehmen allgemein zu. Wenn ich mir aber jetzt auch Twitter oder andere sozialen Medien angucke, da wird sehr schnell rhetorisch übergriffig agiert. Also eine normale Kultur des Austausches, der Diskussion gibt es ja gar nicht mehr, sondern man geht sofort in die Extreme. Das liegt für mich jetzt nicht zwingend an kommunikativen Missverständnissen. Was liegt da aus deiner Sicht dahinter? Also das, was dahinter liegt, aus meiner Sicht, ist
die Vielfalt an Stressoren, die wir aktuell auch haben. Wir haben Stress gehabt durch Corona. Wir waren mit der Familie zu Hause. Wir mussten irgendwie gucken, dass die Kinder da durchkommen oder mit dem Partner in einem Raum irgendwie gleichzeitig arbeiten, Kriege und dann natürlich auch die Unwägbarkeiten innerhalb des Unternehmens, ne? Wie gut kommt das Unternehmen durch Krise 1, 2 und 3 oder alle drei gleichzeitig, je nachdem. All das wirkt sich auf unsere Psyche ja aus und wir sind ja permanent dabei zu überlegen, wie kann ich meine Existenz sichern? Also ich gehe jetzt mal wirklich auf das Fundamentale runter, wie kann ich meine Existenz sichern und wie kann ich mich überhaupt innerhalb dieser Unsicherheiten bewegen? Und das stresst und dieser Stress bewirkt, dass wir Dinge hören, die da gar nicht sind, dass wir Dinge sehen, die da gar nicht sind, sondern dass wir überinterpretieren. Also, und da sind wir nämlich bei dem nächsten Punkt. Die Interpretation, also das Missverständnis ist das eine, aber die Interpretation ist das andere. Wir nehmen Dinge, die wir wahrnehmen, hören, sehen und bewerten sie nach unserem eigenen Werteraster. Und das ist wiederum sehr unterschiedlich. Also dein Werteraster ist anders vermutlich als meins. Und deswegen bewerten wir bestimmte Situationen auch unterschiedlich. Und da kommt es dann eben rein, ne? Und dann interpretiere ich, was du sagst. Dann interpretiere ich, was gerade im Meeting passiert ist. Dann interpretiere ich gerade, was an der Linie in der Produktion passiert ist. Und der hat doch nur auf den Knopf gedrückt, um mir eins auszuwischen. Und da hörst du schon raus, da spielt auch eben diese Angst um die eigene Existenz eine große Rolle. Klingt sehr fundamental, soweit runter muss es nicht immer gehen, aber das ist, glaube ich, eins der großen Elemente, die uns steuern in unserer Kommunikation, in der Art und Weise, wie wir auf kleinstteilige Veränderungen in unserem Umfeld reagieren. Ja, also die Frage nach der Sicherheit, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen und wir haben dann so definiert, dass es letztendlich auch Mut braucht, um Konflikte zu lösen. Und mit dem Podcast wollen wir auch Menschen erreichen, die aus eigener Kraft Konflikte vermeiden wollen. Also es ist bestimmt schön, wenn man dich engagiert, dass du dann hilfst. Ja. Aber noch besser ist ja zumindest aus Sicht der Menschen, dass sie für sich selber rechtzeitig erkennen, dass sie in einen Konflikt reinkommen und dann auch wissen, wie sie aus der Nummer dann wieder rauskommen. Also wie kann das funktionieren, selber Konfliktpartei zu sein und doch objektiv auf die Situation zu schauen? Gibt es also Tricks, Kniffe? Ja, gibt es. Ich sage aber gleich vorweg, es hat alles seine Grenzen, weil unser Gehirn uns natürlich ab einem gewissen Grad auch ein Schnippchen schlägt. Das heißt, wir gelangen irgendwann in den Konfliktteufelskreis. Und dann sind wir nicht mehr in der Lage, die Dinge zu hören oder zu sehen, wie sie vermeintlich neutral tatsächlich da sind, sondern sie sind immer eingefärbt durch diese Konfliktwahrnehmung, durch diesen Konfliktteufelskreis. Und das heißt, es ist umso wichtiger, sehr schnell wahrzunehmen und sehr schnell darauf zu reagieren, damit ich gar nicht erst in diese Bredouille komme, in diesem Konfliktteufelskreis gefangen zu sein, weil dann brauche ich tatsächlich jemanden, der mir da raushilft. Was ich machen kann, ist, ich habe gerade ein Modell entwickelt, das sogenannte Radarmodell. Das funktioniert folgendermaßen. Großteil davon ist reflektieren, also das erste R vom Radar. Reflektieren, also zu gucken, was sind meine Werte, was ist meine Haltung, was ist mein Verhalten. Das erfordert natürlich auch Selbstkritik, wenn du so willst. Ne? Also die Bereitschaft, überhaupt kritisch auf sich selbst zu gucken. Also reflektieren, ist es wahr, was ich denke, ist es wahr, was ich sehe. Dann das zu nehmen, was ich habe. Und zu analysieren, welche Wirkung hat eigentlich mein Verhalten auch auf andere? Wie funktioniert dieses Gegenspiel? Dann kann ich gucken und definieren, wo ist eigentlich genau das Problem? Worum geht's denn wirklich? Und dazu muss ich aber erstmal nochmal drauf schauen, was weiß ich denn eigentlich noch nicht?
Also ich habe 5 Annahmen, aber ich habe vielleicht auch 5 blinde Flecken. Und wie kann ich denn da überhaupt erstmal das Licht drauf packen, um rauszufinden, wie das Gesamtbild aussieht? Ja. Und dann kann ich adaptieren. Dann bin ich also schon in dem Umsetzungsmodus und kann überlegen, wie kann ich an meiner Bewertung schauen, wie kann ich an meinem Verhalten schauen, was muss ich da verändern, um überhaupt eine gemeinsame Lösung ermöglichen zu können. Und dazu muss ich nicht immer nur mich selbst in den Blick nehmen, sondern ich muss auch in der Lage sein, den anderen ja wertschätzend in den Blick zu nehmen, also zu überlegen, was braucht der eigentlich, um mit mir eine Lösung zu finden? Was bewegt den eigentlich gerade? Aus welcher Ecke kommt der eigentlich gerade? Und über dieses Radarprinzip, und du kannst dir das sicher gut vorstellen, ne, so ein Radar, das dreht sich ja permanent und dann tauchen da immer so Punkte auf, mit denen man ja nicht kollidieren will. Und diese Punkte geben mir Signale, wo kann ich steuern, damit ich eben nicht noch tiefer in diesen Konflikt reingerate. Und dafür gibt es 8 Schlüssel für positive Dialoge. Die kannst du dann auch noch mal aufgreifen. Ich sage jetzt mal nicht alle 8, aber ich gebe dir vielleicht mal so ein paar. Und die einfachste Übung ist tatsächlich erstmal durchatmen, eine Gedankenpause zu machen, sich wirklich zurückzunehmen und mal bis 10 zählen, bevor ich überhaupt was sage, reagiere, etwas mache. Wirklich eine Pause reinzunehmen. Wenn mir das in der Präsenz der anderen schwerfällt, rausgehen. Kurz sagen, ich muss mal eben auf Toilette oder ich brauche mal eben gerade ein Glas Wasser, das, was gerade passend irgendwie ist, rausgehen aus der Situation, Pause reinlegen, durchatmen. Das Durchatmen führt dazu, dass wir den Puls runterfahren und wieder klar denken können. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, ne? Wenn der Puls hochgeht, können wir nicht mehr klar denken. Und die Haltung, die wir brauchen, ist tatsächlich ganz wichtig, dass wir immer versuchen, und das ist nicht so ganz einfach, aber dass wir immer versuchen, offen zu bleiben. Der andere könnte auch recht haben. Was wäre oder was ist, wenn der andere recht hat und ich nicht? Also einfach mal diese Annahme zu treffen, der andere kann auch recht haben. Was, glaube ich, die schwierigste aller Aufgaben ist. Weil Pause und Luft holen kriege ich noch hin, aber zu akzeptieren, dass die andere Person recht hat, das ist, glaube ich, dann die etwas größere Hürde, die zu überwinden ist. Ja, da muss ich noch nicht direkt am Anfang ankommen, aber die Grundannahme erstmal, es könnte sein und deswegen bin ich jetzt erstmal offen. Ich höre mir erstmal an, was diese Person mir zu sagen hat und ich kann vor allen Dingen vielleicht mit der Haltung reingehen, sagen, alles, was mein Gegenüber sagt, ist erstmal neutral. Bis ich anfange, es zu bewerten. Und da ist eben mein persönlicher Schlüssel drin. Ne? Ich bin nämlich diejenige, die anfängt zu bewerten, nicht der andere. Und dann kann ich noch was Gutes machen. Ich kann nämlich versuchen, auf die Wünsche des Gegenübers zu hören. Auf meine eigenen und auf die meines Gegenübers. Du kennst es sicherlich, wenn wir in so eine hitzige Diskussion einsteigen oder wenn irgendwas gerade nicht gut funktioniert hat, dann steigen wir sehr schnell ein in so eine Vorwurfstirade, ja, aber du hast doch gesagt, aber du wolltest doch, ja, und das funktioniert ganz, ganz schwierig, wenn wir auf dieser Ebene kommunizieren, deswegen ist es immer hilfreich zu versuchen, hinter dem Vorwurf des anderen rauszufiltern, was könnte denn der Wunsch sein, den er eigentlich formulieren will, den er nur gerade wörtlich nicht gut verpackt hat. Und was ist denn eigentlich mein Wunsch, den ich vermitteln will, bevor ich sage, du Depp, das fand ich jetzt echt doof. Aber wir haben uns ja auf eine Art kleines Survival-Training in Form von 3 Beispielen geeinigt. Also ich gebe dir 3 Szenarien vor und du antwortest kurz, wie man am besten damit umgeht. Szenario 1. Ich bin im Gespräch und merke, wie der emotionale Unmut in mir aufsteigt und würde am liebsten mal Klartext reden. Wie gehe ich damit um? Ich rate dazu, damit so umzugehen, das erstmal mitzunehmen, was dich da bewegt. Vielleicht auch mal aufzuschreiben, also außerhalb des Meetings. Ich würde in der Situation die Emotion, die in dir aufsteigt, nicht
unkanalisiert ablaufen lassen, weil das dazu führen kann, dass du Dinge sagst, die du nachher nicht mehr zurücknehmen kannst und die durchaus ja auch verletzend sein könnten. Und dann lässt du das mal ein oder zwei Tage liegen. Und dann liest du das nochmal, was du aufgeschrieben hast und guckst mal, was ist eigentlich das wirkliche Problem für mich gewesen. Und dann kannst du immer noch, das ist so ein Zeitrahmen, da geht es immer noch, dass du auf die Person dann nochmal zugehen kannst und sagen kannst, pass mal auf, in dem Meeting da und da, da ist mir die Düse gegangen, weil ich dies und jenes verstanden habe und im Näheren drüber nachdenken, sind mir aber eigentlich noch ein paar Fragen gekommen, können wir das gerade nochmal klären? Und es erlaubt dir auch, aus dieser Emotion wieder rauszugehen und auf eine Tonlage abzusteigen, die es möglich macht, dass ihr im Dialog bleiben könnt. Wenn du also sofort in der Situation reagierst, dann wirst du keinen positiven Dialog haben, sondern dann werdet ihr entweder sehr heftig diskutieren oder gar streiten. Und das möglicherweise sogar lautstark, ja. Da kann keiner positiv mehr rausgehen. Da kriegt ihr die Kurve dann wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Szenario 2. Folgende Situation. Ich bekomme eine, ich nenne es mal verbale Watsche für mein Verhalten, aber ich fühle mich total unschuldig. Also eine verbale Watsche ist ja schon per se erstmal unangenehm. Der Clou an der Stelle ist, in den Fragemodus umzuschalten. Also das, was bei uns getriggert wird, ist eigentlich, ich gebe sofort eine Gegenantwort. Nein, das stimmt gar nicht. So ist es überhaupt nicht und ich bin überhaupt nicht schuld, der ist schuld. Ne? Also möglichst, da kommen wir wieder zu dem Thema Sicherheit, Existenzsicherung, möglichst Schaden von mir selber abwenden, indem ich das woanders hinschiebe oder zum Gegenangriff aushole. Kann am Ende keiner gewinnen damit. Und deswegen ist der schlauere Weg, in den Fragemodus zu schalten und zu überlegen, oder das zu formulieren, was ärgert dich da jetzt eigentlich gerade genau? Kannst du mir nochmal erklären, was dich da jetzt gerade so wütend macht und wie du darauf kommst, das? Wenn du das machst, dann bist du in der Lage, den anderen auch runterzufahren und dann kommt ihr wieder in ein Fahrwasser für einen Dialog, der positiv ablaufen kann, statt dass du über den Gegenangriff das Ganze noch befeuerst. Klingt gut. Szenario Nummer 3. Es hat ordentlich zwischen mir und meinem Kollegen oder meiner Kollegin gekracht, aber die Situation kann auch so nicht bleiben. Wie komme ich da wieder raus? Dockt ein bisschen an die anderen beiden Sachen schon an. Erstmal die eigene Wut auslaufen lassen. Na? Die eigene Emotion auslaufen lassen, indem ihr auf Distanz geht. Erstmal raus aus der Situation gehen, durchatmen. Und dann in einem ruhigen Moment deine Kollegin oder deinen Kollegen nochmal ansprichst und sagst, hier, das ist für uns beide, glaube ich, gerade nicht gut gelaufen. Wollen wir das nochmal in Ruhe besprechen? Oder können wir das zu einem späteren Zeitpunkt gerade nochmal besprechen? Ja. So kann man auch im Übrigen einen noch laufenden Streit oder eine noch laufende Diskussion unterbrechen und sagen, so hier, so kommen wir gerade nicht weiter. Ich glaube, es ist besser, wir machen gerade mal eine Pause. Lass uns doch in einer Viertelstunde nochmal treffen und dann gucken wir mal, wo das Problem wirklich liegt. Ich habe noch viele, viele Fragen hier liegen, aber die Zeit läuft uns davon, deswegen fokussiere ich mich jetzt auf eine. Und zwar Interessenkonflikt. Ich ergänze mal das Wort noch ein bisschen. Das heißt, nicht immer bin ich ja selbst betroffen in einem Konflikt. Es kann auch sein, dass ich Zeuge bin von einem Konflikt und dadurch in einer Art Zwangslage oder Interessenskonflikt halt komme. Mein Beispiel jetzt für uns mal ganz fiktiv. Mein Kollege Karl raunzt einen jungen Azubi an, den Kollegen kenne ich seit 20 Jahren, aber in dem Fall hat er Unrecht und mein persönliches Rechtsgefühl ist da angesprochen. Und wie kann ich hier Mediator sein zwischen dem Kollegen, dem Karl, den ich schon länger kenne, als auch dem Azubi, dem jetzt aus meinem Gefühl heraus Unrecht widerfahren ist? Ich würde an der Stelle eine kleine Korrektur vornehmen wollen. Der Mediator ist ganz schwierig, da zu sein, weil ich ja eine Beziehung zu meinem Freund Karl oder meinem Kollegen Karl habe, möglicherweise aber auch eine Arbeitsbeziehung zu diesem Azubi. Also so ganz neutral kann ich da vielleicht gar nicht sein und der Mediator muss es aber sein. Also deswegen würde ich das tatsächlich inhaltlich nochmal versuchen zu trennen. Was du sehr wohl sein kannst, ist natürlich eine Art
Vermittler oder ein Übersetzer, ja, für das, was die beiden gerade kommunikativ nicht hinbekommen. Und ich finde es ganz toll, dass du das ansprichst, weil es einfach zeigt, wie viel Verantwortung wir auch als unbeteiligte Beobachter haben, einzuschreiten und zu sagen, hier, da läuft was gerade nicht in die richtige Richtung. Gleichwohl muss es nicht sein, dass du sofort in der Situation reagierst. Du kannst es unterbrechen, indem du durch eine Intervention versuchst, die beiden zu trennen. Ja, ach Karl, übrigens, ich habe da gerade was ganz Wichtiges, können wir das mal eben besprechen, dass du ihn versuchst, aus dieser Situation rauszuholen, dass es nicht noch schlimmer wird. Oder kann natürlich auch mit dem Azubi dann sein, je nachdem, was gerade leichter zu machen ist. Und dann nochmal separat auf die beiden einzuwirken, wenn die Gemüter wieder runtergefahren sind, zu sagen, Karl, hier, das und das habe ich beobachtet, das hatte folgende Wirkung da und da, das müssen wir irgendwie wieder gerade rücken, sonst hinterlässt das bei ihm das Bild, was nicht besonders positiv ist. Und es wird eure Arbeitsbeziehung belasten auf Dauer. Ja, wichtig ist, dass es gesichtswahrend passiert. Und deswegen wird das sehr wahrscheinlich besser funktionieren, wenn du sie erstmal irgendwie versuchst zu trennen und dann mit beiden nochmal separat sprichst und dadurch den Brückenbauer machst. Vielen Dank, Antonia. Ich habe für mich wieder ein paar neue Tipps und Hinweise bekommen. Ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Happiness, glücklich sein, hast du einmal angesprochen. Damit komme ich so ein bisschen zum Ende des Gespräches. Meine Standardfrage. Zum Abschied bitte ich dich um einen oder zwei Titel für meine Wir hier Playlist. Also welche Songs muntern dich auf oder welche Titel hörst du, wenn du richtig gute Laune hast? Also ich muss ja einen Titel tatsächlich anbringen, weil er hier so passend zu unserem Gesprächsthema einfach ist. Ich befasse mich ja ganz viel auch mit dem Thema Respekt. Und Respekt ist etwas, was immer wieder auftaucht, wenn es um Konflikte oder Konfliktentstehung geht. Und Respekt ist auch gleichzeitig ein sehr komplexer Begriff, der ganz viele Sachen umfasst, über die wir eigentlich nie so wirklich reden. Deswegen Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Frage, ja. Das würde ich da wählen. Und ansonsten kriege ich immer super coole Stimmung bei Summer of 69 von Bryan Adams. Da geht die Post ab. Liebe Zuhörende, das war eine weitere Folge von Wir hier. Zu Gast war Antonia Jennewein, Mediatorin und Konfliktlöserin im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben darüber gesprochen, wie wir hier oder da Konflikte vermeiden und befrieden können. Wenn Sie Fragen, Hinweise oder sogar Lob haben, dann mailen Sie mir an podcast@wir-hier.de. Vielen Dank und bis bald. Ihr Tobias Göpel.